Hallo, herzlich willkommen heute bei Piano Schmitz in Essen. Mein Name ist Manni Pichler und ich habe das neue PSR SX 900 dabei. Die nächsten Minuten schauen wir uns ein paar tolle Funktionen in diesem Instrument an und los geht es mit Musik. Alles, was ich hier nutze, ist so im Instrument natürlich schon drin und ich spiele ausschließlich mit den One-Touch-Settings. Viel Spaß! PSR SX 900 hat ein großes Touch-Display und in diesem Touch-Display rufe ich hier auch passende Registrierungen und Soundkombinationen direkt ab. Wir gehen hier mal so in verschiedene Richtungen rein. Vielleicht starten wir mal mit Oldies. Oldies, wie darf man natürlich jetzt im Video so nicht sagen, aber ihr werdet es erkennen. Wir starten hier mit Gitarrensound. Wenn man mit einem Keyboard spielt, dann macht man natürlich sehr viel mit der Begleiterautomatik und trotzdem hat man manchmal den Wunsch, dass man noch eine dritte Hand hätte, nämlich um vielleicht doch ein großes Solo zu spielen. Und dafür gibt es eine neue tolle Funktion im PSR SX 900, das ist der Chord Looper. Das Ganze funktioniert so, ich spiele einen Musiktitel mit einem Style und will dann zwischendurch ein Solo spielen. Und dann brauche ich eigentlich eine dritte Hand, also einen Chord Looper, der meine Akkorde automatisch abspielt und das Ganze auf Knopfdruck dann abrufbar. Starten wir mal hier rein. Ich habe hier eine Chord-Progression, also so eine Chord-Abfolge für einen Blues programmiert. Starte das. Und dann werden diese Akkorde gespielt. Schalte ich den Chord-Looper aus, muss ich die Akkorde wieder selbst greifen und spiele selbst damit. Okay, so machen wir das Ganze jetzt mal, ne? Wir starten den Chord Looper, beide Hände sind frei und die ganze Klaviatur ist freigegeben.
Akkordlupe aus und weiter geht's. Und es gibt natürlich unglaublich viele neue Dinge hier in diesem PSS X900, beispielsweise die Live-Controller, um in Echtzeit Lautstärken zu regeln. Wir haben Schalter direkt unterm Display, die sogenannten Assignable Buttons. Dort kann ich meine Lieblingsfunktionen direkt ablegen, jederzeit aufrufen. Was ich sehr oft nutze, ist die Übersicht der einzelnen Registration Memories, damit ich direkt weiß, was ich wo spiele. Oder wenn ich mit einem Style unterwegs bin, dann drücke ich hier die Ansicht der Style-Information. Ich sehe also direkt, welche Klänge zu einem Style hinterlegt sind. Finde ich auch sehr wichtig, denn dann muss man sich nicht alles zu diesen Dingen merken. So, wir machen noch einen kleinen Ausflug hier in die Jazz-Abteilung und dann noch ein bisschen in die Latin. Ich kann euch nur alle einladen, schaut hier vorbei bei Piano Schmitz. Die Instrumente sind immer da, ihr habt tolle Ansprechpartner hier im Haus und sie werden euch alles gerne zeigen. Und auch diese Software, die ihr heute bei mir hier gehört habt, die gibt es hier dann beim Instrument mit dabei. Wir starten noch ein bisschen Swing, schauen eben nach in der Liste. Okay, hier the cat, die Katze. Organs.